So, jetzt finden wir uns auf einer völlig neuen Strecke wieder. Ich bin hier bis jetzt nur ein einziges Mal gefahren. Das war, naja, ich sag mal weniger erfolgreich. Ich bin eigentlich immer der Letzte gewesen nachher. Wahrscheinlich das falsche Auto mit der falschen Ausrüstung. Man weiß es nicht. Mal sehen, wie es jetzt läuft. Wir haben mehrere Sedan jetzt im Rennen. Ich hatte beim letzten Versuch den einzigen. Schauen wir mal, wie es läuft. Okay, ein leichter Lag am Start. Mal schauen. Ah, wow. Bisschen schwer zu kontrollieren hier auf der Strecke. Das liegt aber... Wow. Monster-Lag. Ganz viele Monster-Lags. Ach du Scheiße. Ja, das erklärt auch, warum ich immer Letzter bin. Position von 21 von 22. Das ist natürlich super. Meine Karre ist jetzt schon Schrott. Jo. Naja, das ist halt ein wenig schwierig, mit so einem Auto noch irgendwie sinnvoll teilzunehmen. Aber es reicht immer noch, um andere zu mobben. Das ist ja auch schon mal was wert. Ach du Scheiße. Naja. Gut, ich glaube, hier resette ich mal mein Auto. Weil sonst finde ich nie wieder auf die Straße zurück. Toll. Okay, Instant-Überschlag. Das kann man natürlich machen. Muss man nicht. Ich hoffe, ich fahre jetzt in die richtige... Ach, die berühren sich hier die Straßen. Ach du Scheiße. Okay. Na gut, ja, ich hoffe, ich fahre jetzt in die richtige Richtung, so wie die anderen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich bin, wo ich hin muss. Oha. Ach, guck mal, die Strecke bin ich nämlich auch noch nicht gefahren. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Alter, okay, ich mache hier auch mal wieder ein Reset, weil sonst dauert das ewig, bis ich die Straße wiedergefunden habe. Na toll, jetzt bin ich 19. von 20. Was ist denn das sein? Oh, ich glaube, der hat ein Problem. Aber erstaunlich, er fährt doch. Wo lang muss ich denn jetzt fahren? Ist die Strecke die richtige oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist egal, oder? Oder auch nicht? Nein. Definitiv nicht. Da bin ich jetzt wohl auch der Letzteste. Ich sehe nichts. Ich... Keine Ahnung, wo ich hin muss. Perfekt. So, jetzt da lang. Hoffe ich. Möglicherweise. Auch nicht. Okay. Ja. Gut, dann... Okay, dann haben wir mal ZK. Es wäre einfacher, wenn mein Auto jetzt schon ganz Schrott wäre, nicht nur so halb. Bin ich jetzt ernsthaft Letzter? Nee, ne? Ich sehe die Zahlen nicht. Wow, 18. von 19. Jo. Aber immerhin, mein Auto fährt noch, das ist ja schon mal ein Anfang. Aber man könnte vermuten, dass man hier auch links abbiegen kann. Also, es ist schon so ein bisschen... Oh, ein ganzer 5 Runden, das ist ja irre. Yay! Habe ich schon geschafft.
Guck mal, ich bin einen Platz aufgestiegen. Das ist ja der Wahnsinn. Anscheinend gibt es noch mehr Leute, die sich hier leicht verfahren haben. Ja, wie gesagt, auf dieser Strecke bin ich noch nie gefahren. Das war eine andere Variation dieses Streckenverlaufs, die ich ausprobieren durfte bis jetzt. Und dementsprechend ist das alles absolut neu für mich. Bäm. Ah, ja. Noch gerade so gerettet. Hey. Walle. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Bremsen sind nicht so gut. Naja, Platz 16, das ist da auch ganz gut. Dafür, dass ich das erste Mal hier fahre, meine Karre schon seit dem Start im Arsch ist. Sorry, das musste sein. Das war witzig. Oh, ich starte als Zweiter. Das sieht doch sehr gut aus. Vielleicht habe ich ja Glück und komme gut weg. Aber sieht so aus. Vierte Position, das ist in Ordnung. Mein Auto ist natürlich nicht unbedingt geeignet für Rennen dieser Art. Wer sich im Übrigen wundert, warum diese ganze Fläche hier überall gestreift ist und warum das so kahl ist, diese Map ist noch im Aufbau, beziehungsweise ist sie noch ja, Work in Progress, wie man so schön sagt, und deswegen dieses ganze unfertige Ding. Da die Spieler das allerdings schon ein bisschen nutzen können sollen und auch ein bisschen testen, um mögliche Fehler im Streckenverlauf zu finden, hat man gesagt, hier, komm, ihr könnt die auch die unfertige Karte schon mal testen. Und genau das tun wir jetzt gerade. So, jetzt bin ich Position 7. Ich habe keine Ahnung, wieso ich jetzt nur noch 7 bin. Und warum ich ständig gerammt werde von irgendwelchen anderen Fahrzeugen. Ja, aber jetzt sind wir wieder Position 5, das ist doch schon in Ordnung. Ja, wie gesagt, Karte noch im Aufbau. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Es gibt anscheinend mehrere Verläufe oder mehrere Möglichkeiten, wie diese Karte verläuft. Und das hier ist halt ein Verlauf, der andere beginnt hinter der Startlinie in Richtung Osten, hätte ich jetzt fast gesagt, also rechts rum irgendwie. Und wie man sieht, hier sind einige Sachen abgesperrt, das heißt, es gibt sicherlich noch ein paar mehr Formen von dieser Karte. So, ich habe keine Ahnung, also momentan scheint es nicht so übel zu laggen wie gestern oder so wie die letzten Male, wo ich aufgenommen habe. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Anschubser. Ja, nochmal danke, Arschloch. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ja, wie gesagt, ich kenne die anderen Verläufe dieser Karte noch nicht. Ich habe mich da noch nicht weiter mit auseinandergesetzt, nur diese eine Strecke, die hinter der Geraden jetzt hier hinten gleich rechts rumläuft, die kenne ich schon. Hier vorne, diesen Abschnitt. Ja, was da noch so entsteht, wird man sehen. Ich denke, das wird noch eine sehr schöne Map werden. Aber da steckt natürlich auch noch eine Menge Arbeit drinne oder muss noch eine Menge reingesteckt werden. Keine Ahnung, auf welcher Position ich gerade bin. Ich sehe das schon wieder nicht mehr. Das sollte man vielleicht nochmal bearbeiten, dass man die Zahlen etwas besser sehen kann. Das ist so ein bisschen nervig. Position 8. Na gut. 8. Position ist okay.
vielleicht noch ausbaufähig, mal sehen. Das Schöne ist, im vorderen Feld des Spiels, also wenn man vorne mitfährt, dann läuft das meistens etwas fairer ab als hinten. Hinten wird wirklich um jede Position gebitchfightet. Da gehöre ich allerdings auch zu den Leuten, die in ihre Position strikt verteidigen. Vorne wird dann hin und wieder drüber hinweggesehen, sich gegenseitig zu bekämpfen, weil man dann schließlich auch seine eigene Position dabei verlieren könnte, wenn man kämpft. Also wenn ich denn jetzt in Position 2 bis zum bitteren Ende kämpfe, dann könnte durch einen Unfall natürlich, könnte es natürlich dann passieren, dass ich dann Position 8 oder 9 werde, wenn ich mich so weit drehe, dass ich zum Beispiel dann mich überschlage oder was weiß ich. Unehrenhaft ist allerdings auch, das Auto zu resetten, bevor es steht. Beziehungsweise es zu resetten, ohne dass es wirklich notwendig ist. Das heißt, notwendig wäre es, wenn das Fahrzeug auf dem Kopf liegt oder man irgendwo festhängt oder sich überschlagen hat und in irgendeiner Grube liegt oder sowas. Aber nicht nur, weil man sich gerade dreht oder so. Das ist dann doch schon eher unangemessen und wird nicht so gern gesehen bei anderen Leuten. Und ja, wenn es nicht so gern gesehen wird, dann ist das nicht gern gesehen. Manchmal bin ich echt ein wirklich unglaublich toller Unterhalter. Ich bin so kreativ in meiner Wortwahl, dass ich mich mit dem Schnitzel duellieren könnte. Und so viel zum kreativen Teil meines Textes. 52 Sekunden haben wir noch, um ins Ziel zu kommen. Das nutzen wir, um da durchzufahren. Okay, cool. Gibt es hier noch mehr Objekte, durch die man durchfahren kann? Das ist ja fast interessant. Ich probiere es aber nicht aus. Das müsste man im Singleplayer mal ausprobieren, wie das dann aussieht. Ja, was im Multiplayer noch schön wäre, wäre tatsächlich, dass man sich das Video dazu speichern oder angucken kann. Allerdings vermute ich, dass das auch dann sehr viel Leistungsreserven am Computer verbraten würde, wenn das gespeichert werden würde. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht gemacht. Ne. 6 Sekunden, mal sehen. Vielleicht schaffe ich es noch bis ins Ziel. Ich glaube nicht, aber das macht nichts, weil ich bin immerhin 10. geworden. Das ist richtig gut eigentlich. Von 15, naja, okay, so gut ist es denn doch wieder nicht. Naja gut, jetzt haben wir wieder 24. Achso, wir wechseln jetzt die Karte. Und dann werden wir mal sehen, was als nächstes kommt.